Wir behandeln nicht Krankheiten, sondern Menschen. Das heißt, Ziel ist es immer, das Individuum des Menschen zu betrachten. Also wir sind da heute an dieser Veranstaltung, weil meine Tochter vor einem Monat Diagnosen bekommen hat, MS. Und ich eine komplementärtherapeutische Praxis zu Hause habe und eigentlich die Sachen sehr interessiert sind, mal in die Richtung zu schauen, was ja, kann man spezifisch auf MS machen. Als Beispiele haben wir die tibetische Medizin gesehen, die schon von ihrer Grundeinstellung eine eher ganzheitlich orientierte Betrachtung darstellt. Der zweite Themenbereich ging um die mikrobiologische Behandlung, die Beeinflussung auch des Immunsystems über das Mikrobiom, die im Darm lebenden Bakterien und deren Auswirkungen. Und der dritte Teil ging über die Orthomolekularmedizin, wo es als Inhalt darum geht, über Mikronährstoffe, Vitamine, Mineralien, Aminosäuren, Effekte zu erreichen. Ich war bei den Chinesen, gehe Nödala, Moxa und chinesische Medizin. Also habe ich trinken, verschiedene Kräutchen. Und das hilft eben schon. Mit den verschiedenen, wegen Hälfte und Wärme, habe ich das gelernt. Dass das eben dem Körper nicht stimmt und damit ins Gleichgewicht bringt. Also ich habe gelernt, dass es wirklich darauf ankommt, dass man es ganzheitlich betrachtet, dass es eben wirklich, wie viele andere Krankheiten, auch einen grossen Zusammenhang hat mit dem Darm. Ich finde es wahnsinnig gut, wie sie es erklären. Man kommt wirklich draus und es ist faszinierend, es ist auch nicht langweilig.